Moin aus Hamburg und hier sind wir wieder mit unseren Wochenrückblick und Wochenausblick. Und ich habe das schon vorbereitet für die Handelswoche letzte Woche, 5. Juni bis zum 14. Juni. Wir wollen uns einmal anschauen, was wir für Trades gemacht haben, wie die Märkte generell waren und worauf wir uns diese Woche konzentrieren. Eins vorweg, die letzte Woche in den Aktienindizes war es nach wie vor sehr, sehr ruhig. Wir hatten insgesamt im DAX eine Trading Range von 220 Punkte. Die Märkte haben aber zum Wochenschluss positiv geschlossen, der S&P positiv und ist mittlerweile, glaube ich, seit Anfang des Jahres fast um Mitte 20% gestiegen. Ja, also wir sind da wirklich, alle Pfeile zeigen aktuell nach Norden. Ich bin gespannt, ob es so bleibt, denn diese Woche, meine Damen und Herren, ist Mittwoch und Donnerstag Zinsentscheidung. Mittwoch fängt die Fed an und man munkelt dort, dass die Zinsen erstmal nicht angehoben werden, dass wir eine kleine Pause einlegen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und die Märkte auch, das hat man heute so ein bisschen gemerkt. Ja, aber die Tendenz ist wohl schon so, dass man damit rechnet, dass die Zinsen nicht angehoben werden. Mittwoch Fed, Donnerstag dann die EZB. Dann lassen Sie uns kurz reingehen in unsere Trades und wir haben zwei aktive Trades gehabt letzte Woche. Einmal den Euro-Kanadisch-Dollar, den wir in den Trade gebracht haben und das war ein Wochentrade. Der hat etwas länger gebraucht und da wurde der eine oder andere Clubmitglied auch schon ein bisschen nervöser. Das, wie gesagt, ist unser Live-Konto. Wir haben hier die Sonne. Das zeichnet uns letztendlich das letzte Hoch an und wir haben die gut ausgeprägte Heike-Naschi-Kerze. Hier nochmal zu sehen als Unterstützung für alle Clubmitglieder auch, dass dieser rote Strich dort ist, nochmal alles abmisst, was ein Kriterium ist. Dann steigen wir dort Short ein. Das ist eine Long-Short-Strategie. Platzieren den Stop-Loss hier oben auf die Sonne und sind hier schon aus dem Trade draußen. So ein Trade, wenn der in den Gewinn läuft und man ihn nicht auf angepasst geht oder man einen Trade laufen lässt, hat bei uns ein Gewinn zielprozentual von 0,10%. Das heißt, immer berechnet von der Kontogröße. Der nächste Trade ist Neuseeland USD. Den ziehe ich mal rein. Ah, das war der heute hier. Und das ist der Euro-Kanadisch-Dollar. Wie gesagt, der war auf Wochenbasis und dieser hier, den ich euch jetzt zeige. So, und jetzt haben wir den Neuseeland-USD, ein Long-Signal und der ist heute in den Gewinn gelaufen. Wir sehen hier die blaue Sonne und wir sehen die blaue Heike-Naschi-Kerze und wir sehen den blauen Strich und der Trade ist heute in den Gewinn gelaufen. Alle anderen Märkte gehen wir ganz kurz durch in den letzten Tagen. Audi Kanadisch Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Audi USD ist in den Gewinn gelaufen. Der DAX Long ist in den Gewinn gelaufen. Darunter ist der Dow Jones in den Gewinn gelaufen. British Pfund, Australdollar Short in den Gewinn gelaufen. British Pfund, US-Dollar Long in den Gewinn gelaufen. Jetzt kommen wir von den Tagestrades rüber in die sogenannten Wochentrades. Wochentrades bedeutet, man guckt einmal in der Woche, entweder Sonntagabend Neuseeland-Eröffnung oder am Montag früh mit mir gemeinsam auf die Charts. Dort hat sich einiges ergeben und zwar, wir haben Audi Yen. Da sehen wir aktuell, der läuft gerade in unsere Richtung. Long, Kanadisch-Dollar, Schweizer Franken. Ist in den Gewinn gelaufen, war ich nicht dabei, weil wir heute Morgen nicht reingekommen sind. Und Euro, Australdollar, da seht ihr, da bin ich short in dem Markt und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie der Trade sich diese Woche entwickelt. Bis Mittwoch, glaube ich, läuft noch alles ruhig und am Mittwoch gibt es dann den Shutdown, werden die Zinsen angehoben oder nicht. Meine Damen und Herren, wer mehr Bescheid wissen möchte über diese Tagesstrategie, es gibt am Mittwoch Abend eine Veranstaltung über Kurs Plus. Dort rede ich ausführlich über die Tagesstrategie, ein Webinar online. Da kann man sich anmelden, ganz normal. Ja, oder sonst uns eine Mail schreiben, dann bekommt ihr von uns die Einladung. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche und natürlich gesunde Woche und wir sehen uns dann wieder am Montag. Montag ist immer Rückblick und Vorausschau und ich glaube, diese Woche ist der Fokus hier mit der Brille und alles drum und dran auf die Zinsentscheidung. Gute Trades euch noch.